Gut, dritte Form, Seiyan. Ich bin derjenige, der angreift, sie lässt mich leben und doof wie ich bin, nutze ich die Chance nicht, sondern greife sie nochmal an. Ja, das heißt, der Beginn ist genauso wie bei der ersten, zweiten Form, nur sie geht jetzt einen Schritt zurück. Das ist die einzige Karte, bei der wir drei verschiedene Anfänge haben. Ich gehe vor, sie geht zurück und geht nochmal zurück in Hasuno und Kamae. Jetzt identisch mit den anderen Sägern, Angriff, Ukinagashi, sie lässt mich lieben. Sie geht zurück, baut Sanshin auf, kontrolliert mich. Besten, ja, hier Auge, ja, das ist immer am unangenehmsten. Ich gehe jetzt zurück, rechten Fuß vor, es geht auch mit linkem Fuß vor, aber rechter Fuß vor ist jetzt einfacher. Mich stört dieses Schwert, weil ich kann sie jetzt ja nicht angreifen, ich lande ja rein. Also was mache ich? Im Prinzip das, was sie im ersten Teil getan hat, nämlich das Schwert wegschlagen. Ich schlage jetzt ihr Schwert weg und zwar, sie will mich jetzt wieder aus meiner Position rauslocken. Sie gibt mir zwar die Chance zu überleben, aber sie drängt mich nicht weg, sie guckt, was ich mache. Und was ich mache, ist Schwert wegschlagen, das heißt darüber. Und sie reagiert, indem sie ihr Schwert aus der Schusslinie bringt und kontert. Ja, das ist unangenehm für mich, weil ich das nicht überlebe. Ja? Also, da gibt es zwei Varianten. Einmal das Schwert nach oben nehmen, nach unten und schneiden, das ist etwas langsamere. Oder die andere ist klappen. Ja? Die stärkere ist die erste, das heißt Schwert hoch zur Seite und vor. Ja? Das ist, da bleibt nicht viel übrig. Die zweite ist sehr viel schneller, das hängt von der Situation ab. Zweite klappen und zack, auch das überlebe ich nicht. Ich will ja vor. Was ich eigentlich will, ist dieses. Dem kommt sie aber zuvor, indem sie, ja, ich komme nicht zu meinem Gegenangriff. Das ist wie bei allen unseren Kata eine Frage des Timings. Das Timing muss stimmen. Wenn ihr das Gefühl habt, die Kata funktioniert nicht oder sonst wie was, dann ist euer Timing falsch. Ihr müsst einfach üben, wir haben das auch wochenlang gemacht. Ihr müsst vielleicht wochenlang an einer einzigen Kata üben, bis ihr das richtige Timing raus habt, weil Realität ist anders als Ritual. Ja? Das hat uns ja dazu gemacht, diese Kata zu entwickeln. Wir können natürlich sagen, okay, Timing, bam, ja, das funktioniert nicht, denn ihr habt ja das Schwert des anderen gar nicht weggeschlagen. Ja? Wenn ich dieses Schwert da weg haben will, dann brauche ich Energie. Ja? Und wenn sie das vorausahnt und entsprechend agiert, dann ist sie eher drin als ich. Nächster Kommentar, es gibt tausend andere Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen. Auch klar, dies ist eine Möglichkeit aus tausend verschiedenen, die wir zu einer Kata kristallisiert haben. Wenn ihr jetzt sagt, aber das geht doch ganz anders. Ja, es geht auch anders. Aber dies geht jetzt so. Und es ist sehr viel komplexer als alle anderen Kata, die man sonst so auf dem Markt angeboten bekommt. Übt das und dann könnt ihr, wenn ihr das könnt, könnt ihr eure eigenen Variationen davon bilden, wenn es euch Spaß macht. Überhaupt kein Thema. Ronin heißt, ich folge nicht, sondern ich bin selbsttätig. Dankeschön.